¡No dispare! ¡Estamos heridos! Tenemos 6 o 7 arrojados en el laboratorio. ¡Necesitamos más hombres! ¡Queremos! ¡Vamos, a moverse! ¡Sí, señor! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty. Sie haben den Bohrer. Die treiben jetzt ihre Jungs zusammen. Das sehen wir auch. Ich schlage Feuer, sputet euch ein wenig mehr. Debemos asegurar el perímetro. ¡Auxilio! Wir sind undercover hier. Ich habe gerade leichte Framerate-Probleme, aber ich denke, die legen sich gleich wieder. Habe kein Bild mehr. Wenn Sie jeder Leitende und Medico. Macht schneller. Okay, schnell hier durch. Denen ist noch nicht aufgefallen, dass wir die Schweinepriester sind, die alles auseinandergenommen haben. Undercover können wir abhauen. Schnell einsteigen. Und jetzt ab hier raus. Verificando identificaciones no insignias tenemos tiempo para esto. Hey, paren el motor. Quítense las máscaras. Quítense Gelangen Sie zum Aufnahmepunkt. Ziel aktualisiert. Schalten Sie auf. Rami. Boah. Alter Schwede. Meine Fresse, jetzt reicht's aber hier, ihr Penner. Jetzt gibt's Saures, so. Fujikato. Boah, Hilfe. Boah, wieder die Hölle los hier. Kommt schon, beruhigt euch, ich habe euch doch gar nichts getan. Pam. Yeah! Zack, so in etwa. Uiuiuiui, wieder lustig, der da rausgeschleudert ist, der kleine Mann. Immer schön angeschnallt bleiben. Tiefkühler. Ah, jetzt kriegen wir gut einen ab. Das ist nicht ganz so gelegen hier. Einfach mal weiter übers Eis brettern. Boah! Hey! Boah! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ach du Scheiße! Oh yeah! Und jetzt raus hier! Wahnsinn! Erfolgreich entkommen! Uhrwerk wäre abgeschlossen! Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei Ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drake-Straße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle?
ist voll. Wir sehen uns oben. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt. Sehr clever. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Zünden Sie die Sprengsätze. Los geht's. Was für eine richtig miese Nummer. Aber sehr effektiv. Freie Bahn. Los jetzt. Wir schwimmen weiter. Richtung Licht. Obwohl, das Licht wird ja auch noch reflektiert. Das ist nur ein versinkendes Fahrzeug. Also da sollten wir besser nicht hinschwimmen. Aber da oben geht's raus. Und da geht's mit Sicherheit weiter. Mit der vollen Ladung Action. Ab in den Hintern damit mit dem Blei. Oh, der lebt ja noch. Das ist ja eine Unverschämtheit. Wenn der Sarah zerschießt, muss man doch umfallen. Das gibt's doch gar nicht hier. So, diesen Downer. Ich renn mal hier in die Hütte. Mal gucken, was hier so gibt. Abgesehen von alten Schneemobilen. Nicht viel. Ich flankiere die Burschen. So, schöner Treffer. Mitten in die Nase hier. Zauberhaft. Jetzt aussieht. Scheiße. Lade mal kurz nach und dann ab wieder nach oben. Oh, ho, ho. Da fliegen die Granätchen. Oh, der ist gar nicht down. Mensch, den habe ich aber auch schlecht erwischt. Das war ein schöner Kopftreffer. Hingegen, oh, oh, jetzt muss ich mal kurz hier mich zurückziehen. Auch eine schöne Taschenlampe, McLight oder so. Zack. Ich sehe ja nichts vom Zurückziehen, das sieht bei mir anders aus. Verdammte Hacke. Na, wie viele denn noch? Okay, der Helikopter hat auf jeden Fall ein paar Freunde da gelassen. So. Ha. Den einen haben wir erwischt, ein bisschen zumindest. Wir haben ein paar Granatsplitter abbekommen. So. Feind eliminiert. Nächster Feind kommt zugleich, hoffentlich. Oh, fuck, ich muss nachladen. Waffe wechseln, schneller als nachladen, habe ich gehört. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Nehme ich doch mal die mit gerade. Ganz nette Waffe auch. Okay, F drücken. Und jetzt sollen wir uns hier hochziehen. Keegan, Kick, übernimmt die Evakuierung. Verstanden, rücke vor. Ihr Walker-Jungs, kommt mit mir. Schritt 1, die Druckregulatoren ausschalten. Schritt 2, die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. Keegan, bereit machen, oben dann Feuer frei. So, drei werden schon mal eliminiert. Na, brutzelt es. Ui, ui, ui. Die wollen es wissen, die Jungs. Die wollen es wirklich wissen. Hallo, hier bin ich. Logan Walker. Nicht der Texas Ranger, zufälligerweise, aber fast. Könnte auch sein, quasi. Vielleicht sind die ja verwandt. Mit dem Elias. Vielleicht ist das ja der Sohn von Walker, dem Texas Ranger. Alias Chuck Norris. Könnte ja sein, ne? Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir so ein paar Mikro-Hochleimer drin im Spiel. Seit dem Update. Das ist ein bisschen blöde. Finde ich ja mal doof, wenn Updates so dazu führen, dass das Spiel schlechter läuft. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Aber was willst du machen? So, rein damit. Jetzt mal die Waffe wechseln kurz. Denn gleich haben wir hier keine Muni mehr. So, nehmen wir die mal zur Hand kurz. Ich glaube, die ist jetzt auch praktischer. Fuck. Shit. Wie viele sind da? Hey, aua, aua. Hat er sie erledigt? Ich glaube nicht, oder? Machen wir es so. Weiter auf Ebene 2.
Na, die hatten ja nur einen Ausweg vor der Granate, oder sie hätten sie geworfen. Eins von beiden. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Okay, Zündung. Kick, wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Druckregulatoren sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Vorwärts. Gesichert. Los. Kontakt. Nicht schlecht, Hash. Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Ja, es war nicht gerade unauffällig. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Wir müssen los. Komm schon. Runter. Alter, Mann. Danke dir für die Lebensrettung. Tür ist hin. Blendgranate. Ach, so geht's natürlich auch. Der hat die gut weitergeleitet, der Merrick. Und ich hab da einfach mal ein Granätchen reingezimmert. Oh, der Tisch nicht der Geist unbedingt. Ich sollte wieder rausrennen. Au, au, au. Halleluja. Puh. Nochmal ein Granätchen hier. Zack. Wenn ich gerade im Vorbeigehen. Und noch eins. So, haben wir auf jeden Fall ein paar erwischt. In den Raum können wir nicht einfach so reinspazieren. Das war der Billardraum. Und nochmal, komm. Was zur Hölle? Sicher! Das war knapp. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Wir haben ein bisschen umdekoriert. Oh Mann, der Arme. Der arme Kerl. So, neue Waffe, damit wir ja auch mal ein paar zeigen können, wieder, was das mit der Framerate ist. Ist echt unerklärlich. Kämpfen Sie sich zur Kommandozentrale vor. Warte noch. Boah. Runter! Feuer frei! Halt ihn ein! Eine Granate habe ich noch hier und die habe ich super doof deplatziert geworfen. Na toll, egal. Das ist eine nette Wumme, muss ich ja mal sagen. Oh, das war ein Handwerker, glaube ich nur. Der wollte mir gar nichts. Ach, den habe ich gar nicht gesichtet. Sehr gute Tarnung. Mit der roten Mütze. So unverschämt da noch ein bisschen. Habe ich doch gesagt. Der hat mich da, wie so eine Mücke wollte der mich stechen. Was haben wir da noch liegen? Was haben wir da gerade für eine Waffe? Jager 12 Rotpunktvisier. Ach komm, nehme ich auch mal mit. Einfach mal ein bisschen rumwechseln hier, ein bisschen zeigen an schönen neuen Waffen. So kann man es natürlich auch lösen. Au! War das der Raketenwerfer? Die Bison kennen wir ja bereits. Nette Waffe. So. Man sollte sich niemals neben Fässer stellen. Ich glaube, die sind nicht sprengbar, die Fässer, die er da hat. Ja, das ist da hinten, die aber. Nee, auch nicht. Mann, ist ja langweilig. Wollt ihr noch was in die Luft jagen? Sind die down? Oder überrascht uns jetzt einer? Ich nehme mal die Bison wieder mit. Sorry. Zum Kommandozentrum geht's hier durch.
Eieiei. Naja, bei Rauch immer ganz unten bleiben möglichst, weil der Rauch steigt ja nach oben, ist ja warme Luft. Das hat die so an sich und jetzt müssten hier noch welche sein, oder? Nachtsicht geht übrigens nicht, würde jetzt aber auch nicht so viel bringen. Ah, nehmen wir nochmal die mit. War ja auch ganz nett. Ah, die ist ein bisschen fad, die Waffe, aber die nehme ich trotzdem. Die FAD. Haha, die ist ein bisschen fad. Haha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Uiuiui, ui, ui, jetzt zappelt wieder alles. Alter Helikopter da vorne. Ja, ja, ja. Holt uns hier raus, Männer. Einfach rein, oder? Komm, was soll's. Es tut mir leid, aber es muss sein. Da oben rennt einer. Das ist mit Sicherheit ein Heini mit einer Panzerfaust, oder? Ich lade mal eben nach, kurz. Hier bin ich in einer ganz guten Position gerade. Da oben. Den kriege ich nicht so schnell. Können wir es probieren? Ne, ist leider da drüber geworfen worden. Okay, ich gehe jetzt nach vorne. Leichter Rambo-Sprint. Aua, Vorsicht, Feuer. Gar nicht gut. Kurz mal nachladen. Hier ist auch der gute Hash mit uns dabei. Schöne Waffe auch. Die FAD muss ich einfach mal in den Raum werfen. Und weiter geht's, komm. Boah, wie viele kommen denn hier noch? Ja! Ich hoffe, ich stehe ja nicht auch an so einem explosiven Fass, aber ich glaube, die blauen sind safe. Hinter denen kann man sie verstecken. Oh, shit! Alter Schwede, alter Schwede. Runter an Deckung, aber ganz schnell. Boah! Nein, das ist ein Pan... Oh, nein, nein, nein! Nein! Da war ich zu unkonzentriert gerade. Mist. Ach, du Heiliger. Boah, ist eine krasse Nummer hier gerade. Am besten wieder mit mehr mit Granaten arbeiten. Ja, das ist auch kein explosives Fass. So, hier. Zack, und jetzt einmal in die Deckung. Und jetzt die MGs jetzt mal da oben ausschalten. Die haben mich nämlich vernichtet. So ein paar Mal erwischt mit der Nummer, mit diesem Seifenschlag. Spiegel, Balkon gesichert. Ihr könnt loslegen. Wunderbar. Was, die leben noch? Das ist ja, das ist ja, das wird ja mal dreister. So, nehme ich mal die mit dir. Schön, der Helikopter heizt auch nochmal ein. Und wir rennen da jetzt mal hoch. Ja, sieht alles sicher aus. Okay, Merrick, rein da. Die Leiche da vom Schaltpult. Erledigen wir unseren Job. Der arme Kerl. Tut mir schon irgendwie leid. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Grüner Bereich, Logan, so halten. Alles klar, ich verstehe. Boah, gar nicht mal so leicht. Wow. Consolero. Fuck.
Oh, Backe. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Und spring! Yeah! Was für ein Abgang mal wieder. Wahnsinn. Uiuiuiuiuiui. Ein Schaden hinterlassen. Von 2,50 Euro. Die Bohrtürme sind vernichtet und wir kommen einen Schritt weiter in Let's Play Call of Duty Ghosts. Was für ein Spektakel wieder. Leider ist die Framerate so ein bisschen schlecht am Laufen seit dem Update. Ich werde da nochmal schauen, ob ich da was fixen kann. Kann es aber leider nicht garantieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super Tag. Bis dahin.